Ja, genau, ja, das also ich darf sie hier nochmal herzlich begrüßen. Wir wollen halt auch, so wie es jetzt halt auch im Vorstand passiert, heute Abend mit der Mitglieder- oder Jahreshauptversammlung, wollen wir künftig halt, wenn es um die unterschiedlichen Ligen und sportlichen Aktivitäten, sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport, mit dem Verein auch ein bisschen neue Wege gehen. Dazu gehört halt auch eine verstärkte Pressearbeit. Sie haben mit Sicherheit schon mitbekommen, dass wir da auch relativ presserelevant sind innerhalb unserer Aktivitäten, sowohl auf der Internetseite als auch auf Facebook-Gruppen, die halt auch in unterschiedliche Ebenen ausgerichtet sind. Ich möchte heute Abend die Gelegenheit einfach mal nutzen, um den Verein, aber auch insbesondere die sportlichen Herausforderungen mit der Tennisschule Hoferichter und den Spielerinnen und Spielern halt so ein bisschen rausstellen. Denn wir stehen aktuell jetzt vor einer wichtigen Saison, wo gewisse sportliche Ziele halt auch im Vordergrund stehen sollen. Das ist die Oberliga. Im Detail vielleicht Liga kurz erklären, kann Milan gleich tun. Ich möchte noch ein bisschen so zwei Takte über den Verein erzählen. Der Verein hat ungefähr eine Mitgliederstärke von knapp 400 Mitgliedern. Hat seit 11.12.2015 ist er eigentlich neu konfektioniert in der Art, dass früher zwei Tennisvereine, nämlich das Tenniszentrum Sulzbachtal e.V. und die DJK 24 Sulzbach e.V. zu einem Verein verschmolzen sind, was halt auch die logische Konsequenz halt hat. Das hatte man vorher ein bisschen formaljuristisch halt auch mit unterschiedlichen Veranstaltungen und Vorständen halt planen müssen, dass wir jetzt halt heute Abend einen Gesamtvorstand wählen, der als Mehrspartenverein Tenniszentrum DJK Sulzbach e.V. Nicht nur Tennis, sondern halt auch Abteilung Fußball, Volleyball, Turnen, es gab mal Badmintonabteilungen und Squash, man kann hier ja auch noch Squash spielen teilweise, halt vereint. Das Hauptstandbein dieses Vereins war aber auch immer das Tennisspielen. Das heißt, die DJK, aber auch früher Blau-Weiß in Sulzbach, haben also hier den Tennissport etabliert. Und Ziel dieser Ausrichtung innerhalb der jetzigen Konfektionierung des Vereins ist es eigentlich, dass wir zwischen Saarbrücken und Neunkirchen jetzt auch eine Perspektive für den Tennissport sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport bieten wollen. Sie kennen das, die Tennisvereine hatten einen Hype mit Boris Becker, Steffi Graf und Co. Das ging dann weiter über Anke Huber, also einen gewissen Zeitraum, man will mal sagen über 10 Jahre, denke ich mal. Wir haben jetzt das Glück, dass mit der Frau Kerber, aber auch, ich sag mal, Nachwuchskräften oder ehemaligen, muss man ja sagen, Mitgliedern mit der Frau Hopgarski halt auch so ein paar kleine Gewüchse hochkommen, die halt den Tennissport halt auch in der Publizität nochmal etwas ansteigen lassen. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren so kommen und so wollen wir halt hier als Standort halt diese Perspektive aufrechterhalten, denn andere Tennisvereine haben halt in der Tat dadurch bedingt, dass die Mitgliederzahlen schwinden, wie in allen Vereinen, halt auch wirtschaftliche Probleme, denke ich mal. Wir sind ja ganz gut aufgestellt, erstens also nicht nur durch die Mitglieder, sondern auch durch, ich sag mal, unsere Abonnements, die durch auch von Nichtmitgliedern genutzt werden. Wir machen hier sehr viele, auch dank Herrn Hoferichter, Freizeitaktivität für Jugendliche, machen eine ganz konzidierte Jugendarbeit. Und wie gesagt, heute Abend geht es darum, dass wir halt einfach die Bevölkerung, aber auch Interessierte aus allen Teilen einladen wollen, um halt auf diese doch vierthöchste Klasse in Deutschland, die wir mittlerweile im Tennis spielen, in der Oberliga halt einfach das ein bisschen bekannter zu machen. Vielleicht mal ganz kurzer Rückblick, warum sind die beiden Vereine eigentlich zusammengekommen? Was sind die Vorteile? Die beiden Vereine TZS und DJK sind insofern verschmolzen worden, weil es einfach vom Handling her eine ganz einfache Sache ist und auch eine in der wirtschaftlichen Betrachtung halt einfach eine ganz andere Kiste ist. Wenn Sie halt einen Vorstand haben, der jetzt auch verjüngt und vergrößert wird, das Ehrenamt ist halt heutzutage nicht mehr so gefragt, wie es früher vielleicht mal war, haben sie halt einfach personellen Notstand. Und wir sind halt den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, es ist zwar gut, wenn wir als Mehrspartenverein unterschiedliche Vorstände, Gesamtvorstand, dann Vorstand der Abteilung Tennis, Fußball etc. pp. Haben, aber es ist effizienter halt auch in den Entscheidungen, wenn die Abteilung Tennis Hauptträger dieses Vereins halt ist, dass man halt wirklich die Vorstandsstruktur so verändert, dass halt die anderen Abteilungen sich wiederfinden in Form von, ich sag mal, Beisitzern oder in Form von
von Referenten, die halt ihren Titel oder ihre Abteilung halt darstellen. Dann treffen sie sich einmal regelmäßig, ist ja auch hier eine große Anlage, also ein Anwesen zu regeln. Wir haben hier festangestellte Mitarbeiter, die letzten Endes dieses Anwesen reinigen, die auch sich um die Plätze kümmern. Und wir sind ja, es ist ja eine Struktur, die halt auch dann nur rein aus ehrenamtlicher Tätigkeit halt unterhalten wird. Und das war der Grund, dass man gesagt hat, nee, wir wollen den Verein einfach auf innovative neue Beine stellen. Da werden auch noch weitere Investitionen kommen in Zukunft, sofern das die Mitglieder in ihren Versammlungen halt beschließen, dass man halt wirklich gezielt halt den Tennissport hier mit, aber auch den anderen Abteilungen integrierend als einen Vorstand halt einfach darstellt oder handelt. Wir möchten halt auch, dass halt der Verein insofern halt über die Grenzen von Sulzbach, weil die wenigsten wissen, dass wir Oberliga spielen, hinaus halt wirklich auch ein bisschen bekannter wird. Wir haben also, können Sie beim Saarländischen Tennisbund nachfragen, hier eine der schönsten Tennisanlagen im Saarland und darüber hinaus. Alles in Eigenleistung erbaut. Es wird auch hier noch Erweiterungen geben, wie beispielsweise, sofern halt wir die Finanzierung stemmen, aber da gehen wir davon aus, ein Kleinfeld, da können Sie sich vorstellen, ist so eine Art halber Tennisplatz, mit dem halt gezielt halt auch kleine Kinder, ich sag mal ab 4 oder so, ab dem Alter, also auch schon ein Kleinkindalter halt hier an nicht nur Tennis speziell, sondern halt an den Sport herangeführt werden können. Weil wir haben auch eine Aktion hier, die nennt sich Familienbewegung zusammen im Regionalverband, nee, Entschuldigung, mit dem Landessportverband, ja. Wo halt einfach Eltern mit Kindern hier für Bewegung angeregt werden. Also geht es nicht immer nur speziell um das Thema Tennisschläger, da geht es halt auch um das Thema Sportbewegung, weil Breitensport ist bei uns neben dem Thema Leistungssport halt auch sehr, sehr groß geschrieben. Wir legen auch ganz ausdrücklichen Wert, dass wenn jetzt beispielsweise auch Investitionen in die Oberliga passieren, wo Spieler halt hier aus der Vereinsstruktur, aber auch aus außerhalb kommen, dass das also nichts mit Mitgliedsbeiträgen zu tun hat, sondern ausschließlich halt eine Finanzierung über Sponsorpartner, wie beispielsweise ProWin, wie beispielsweise Autohaus Birkelbach ist ein Mercedes-Händler hier in Sulzbach, wie beispielsweise, wen haben wir noch, auch viele kleine Kelter und Kirsch. Kelter und Kirsch aus St. Ingbert, ein Gastronomiebetrieb. Sehen Sie auf unserer Internetseite halt auch unter Partnern abgebildet. Wir legen da auch Wert darauf, dass das also komplett getrennt voneinander finanziert wird. Und was ich halt sehr schön fand jetzt auch für diese Saison ist, dass halt auch selbst die Mitglieder gesagt haben, nee, wir brauchen natürlich da einen gewissen Grundstock und wir tragen das mit, indem wir nicht nur personell uns da einbringen. Wir werden jetzt auch in der Innenstadt halt Plakate anbringen über 6 Wochen hinweg, wo diese Heimspiele halt publiziert werden. Das verläuft alles halt hier über interne Kräfte, wo also der Hauptmotivator auch der Herr Hoferichter halt immer ist. Er hat auch maßgeblichen Anteil hier dran, dass dieses Gesellige, wir haben jetzt auch einen neuen Wirt in Form dieser Pizzeria und dieses italienischen Betreibers hier, dass das halt hier nochmal einen richtigen Kick gibt im Vergleich schon zu den guten Zeiten in den letzten Jahren.